Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, Wonder Woman wurde sich natürlich gegönnt. Ganz klar, Leute. Und wir werden jetzt erstmal in den Item Shop schauen und uns dort den Skin genauer anschauen. Wir hätten hier einmal das Outfit Wonder Woman, was ich sehr, sehr nice finde. Es gibt nichts, was irgendwie stört auf der Seite. Vielleicht die Peitsche, aber das ist auch meckern auf hohem Niveau und die Peitsche gehört ja irgendwie zu Wonder Woman, also das geht schon. Ich finde den Skin auch sehr clean gemacht. Von den Details her finde ich den auch sehr schön. Mit der Rüstung gefällt er mir, sieht der Skin richtig aus wie Wonder Woman. Also es ist echt, es sieht exakt wie im Film aus. Und ja, die Schuhe, die finde ich jetzt nicht so nice, aber Oberkörper auf jeden Fall sieht komplett so aus wie Wonder Woman, wie im Film. Auch Gesicht, Gesichtsausdruck, alles wie im Film. Also echt, echt gut gemacht, muss ich sagen. Epic Games, guter Skin. Dann als nächstes hätten wir das Cape. Das Cape habe ich deswegen nicht ausgerüstet, weil mich einfach Capes stören und ich finde, Wonder Woman mit Cape schaut einfach nicht so nice aus. Für Wonder Woman gehört kein Cape, da gehört irgendein Schild am Rücken oder ein Speer am Rücken oder so etwas, aber Cape passt irgendwie zu Wonder Woman nicht. Ist Geschmackssache, aber ich finde das Cape an der Stelle jetzt nicht so nice. Es würde gut zu anderen Skins passen, aber zu Wonder Woman selbst passt das Cape nicht. Die Spitzhacke ist ja so ähnlich wie bei Kratos, nur kleiner, einhändig und ja. Hat auf jeden Fall einen nicen, spektakulären Sound. Wir werden uns das Ganze dann auch natürlich im Spiel anschauen. Ich finde, so ähnlich wie Kratos irgendwie, war auch so ähnlich ein bisschen. Nur halt, dass die Pickaxe komplett anders aussieht. Also Pickaxe finde ich so eine 8 von 10. Wir werden uns dann noch anschauen im Gameplay. Aber Skin ist eigentlich das Beste. Und jetzt kommen wir eigentlich zum mächtigsten von dem ganzen Paket. Was wirklich alle Augen der Leute staunen lässt. Also was wirklich mega krass ist. Und zwar der Kleiter. Der lässt Wonder Woman klein aussehen. Und nicht nur das, er präsentiert sich vor allen Leuten und du springst so sofort in den Mittelpunkt, wenn du diesen Kleiter spielst. Ein riesiger Kleiter, riesiger als der Kleiter von LeBron James, riesiger als der von Ariana Grande. Du fällst einfach nur auf und für die Leute, die gerne im Mittelpunkt stehen wollen, das ist der perfekte Kleiter für euch. Und dann würde ich sagen, let's go, starten wir auch schon eine Solo Round auf ganz gechillt. Aufnahme läuft seit 3 Minuten 30. Okay. Also Skin bekommt eine 10 von 10, Kleider eine 9 von 10, Spitzhacke eine 8 von 10 und Backbling eine 7 von 10. Also ich finde den Skin auch richtig nice. Das ist übrigens der Ladebildschirm. Der sieht richtig sick aus. Also vor allem Wonder Woman mit steht im Mittelpunkt mit ihrer Peitsche und daneben Superman, Batman passen auf sie auf, so quasi. Also, ihr kennt ja sicher den Film Batman vs. Superman. Da kämpfen ja Batman und Superman gegeneinander. Ich glaube, es ist irgendwie so, Wonder Woman und Batman versuchen Superman wieder lieb zu machen. Also, dass er nicht die... Er weiß ja nicht, wer er ist am Anfang und wie er wieder aufwacht. Nachdem er stirbt und ja. Ich weiß nicht, ob das Batman vs. Superman ist oder irgendwas anderes, aber ja. Ich glaube so ungefähr. So. Ich würde sagen, wir landen erstmal ein bisschen außerhalb bei der Insel dort drüben. Aber der Kleiter, allein wie sich der öffnet, gönnt euch das.
Gönnt euch das. Also der Kleider ist echt eine 9 von 10. Hat er sich auch verdient. Was ich bisschen, eben dieser eine Punkt, warum er nicht so gut ist, dass man halt fast nicht sieht. Also man muss halt schon sagen, die Hälfte des Bildschirms ist verdeckt mit dem Kleider. Oder ein Viertel. Aber der öffnet sich schon krass. Also Leute, echt, echt, echt gut gemacht. Na gut. Hier können wir auch in Ruhe Pickaxe und so ausprobieren, da stört uns niemand. Aha, okay. Also wenn man nach hinten geht, dann öffnen sich die Flügel so in die Höhe. Und wenn man nach vorn geht, dann wird er so flacher. Oha! Der Sound der Pickaxe ist richtig heftig. Und da ist ein Gegner. Eigentlich jetzt alles bewertet, so außer den Skin und das Cape habe ich auch schon bewertet. Okay, dann let's go. Ah, das ist schon mächtig. Vor allem die Position, die sie einnimmt. Die Position, die Wonder Woman einnimmt, ist vor allem mächtig. Also beim Kleid, da meine ich jetzt. So, also wenn sie jumpt, passt, backt sich nichts irgendwie rein. Also keine Bugs, keine Lags. Nee, eigentlich nicht. Die Peitsche geht nicht ins Knie rein oder so. Also. Jetzt muss ich mir noch das Gameplay anschauen. Ein bisschen. Und das integrierte Mode muss ich noch zeigen. Das ist das letzte eigentlich vom Video. Und ich sehe gerade, mein Fenster spiegelt. Das ist scheiße. Da muss ich ein bisschen runterdrehen. So. Also das im Mode, müsste ich sagen, könnte beim Aufprall von den Unterarm, glaube ich, ja, Unterarm. Bisschen mächtiger klingen, aber sonst finde ich das Emote richtig geil und auch mit dem Schall, der quasi weggeschleudert wird. Aber diesen Schall könnte man mächtiger machen und viel lauter. Schau, wenn man das Emote macht, Hände treffen zusammen und dann sieht man ja diesen Schall, dieser Schall, der weggeht. Die Wonder Woman hat immer bei ihrer wenn man den Film kennt, die alle Gegner zurückfliegen lässt. Ich finde das Emote geil gemacht, so vom Aussehen, aber vom Sound könnte man das noch ein bisschen besser machen. Also Emote ist so eine, ich würde auch sagen 8 von 10. 8 von 10. Das klingt halt echt so, als würde ich mit einem Hammer auf einen Armboss schlagen. So klingt das. Man nimmt einfach.
Willkommen an deinem tollen Tag. Mit Wonder Woman habe ich auf jeden Fall einen tollen Tag. Auch Sicker Skin, man muss echt sagen, von hinten auch. Vor allem die weibliche Skins feiern. Wonder Woman ist auf jeden Fall einer der besten weiblichen Skins für mich. Es ist echt anderes Feeling mit dem Skin. Den müssen wir uns mal schnell klären. Also Wonder Woman, ihr seht, wie die Gegner einfach Angst vor dem Skin haben, weil der ganz neu rausgekommen ist. Also es ist echt incredible, mit dem Skin zu spielen. Nices Feeling, muss ich echt sagen. Okay. Ja, genau, er hat goldene Tag. Okay. Leute, dann würde ich sagen, er spielt das Cape, was ich gar nicht feiere an dem Skin, aber gut. Ich würde sagen, das war's dann mal wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.